Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Unser München. Es tut sich viel in Neuaubing-Westkreuz. Seit 2 Jahren ist der Stadtteil nunmehr auch Modellquartier des europäischen Förderprogramms Smarter Together. Hier gilt es, viele Zukunftsvisionen umzusetzen. Maßgeblich beteiligt sind das Münchner Referat für Arbeit und Wirtschaft und die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung, kurz MGS. Nun wurde in Neuaubing-Westkreuz die erste E-Mobilitätsstation Münchens feierlich eröffnet. Diese bietet viele Vorteile für Anwohner und Besucher. Diese Informationsstele steht im Zentrum der ersten E-Mobilitätsstation in München. Hier kann man sich über alle Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten im Quartier Neuaubing-Westkreuz informieren. Die E-Mobilitätsstation ist ein neuer, wichtiger Baustein im Smarter Together-Projektgebiet. Hier stehen erstmals die neuen MVG-E-Räder neben den bislang schon bekannten MVG-Radeln. Auf vielfachen Anwohnerwunsch gibt es ab sofort auch für kleine, umweltfreundliche Transporte die lastenfähigen MVG-E-Trikes. Und auch E-Carsharing mit entsprechender Ladeinfrastruktur steht für alle Interessierten zur Verfügung. Wir wollen diesen Versuch hier sehr intensiv auswerten und darauf aufbauend dann hoffentlich stabile Geschäftsmodelle basteln. Und dann können wir uns vorstellen, dass wir das auf ganz München ausrollen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Elektromobilität ist gut für die Umwelt, wenn sie mit regenerativem Strom betrieben wird. Da ist alles prima und das ist viel besser als mit Verbrennungsmotoren. Auch eine Quartiersbox steht nun am Westkreuz. So sieht die Belieferung der Zukunft aus. Der Lieferant stellt das entsprechende Gut in eine der Boxen ein. Wenn man abends von der Arbeit heimkommt, nimmt man die Ware einfach mit. Die E-Mobilitätsstation gilt als große Bereicherung für den Stadtteil. Absolut, das ist ja die Errungenschaft. Wir sind seit 4 Jahren Sanierungsgebiet, wir haben unterschiedlichste Projekte und wir sind jetzt endlich in der Phase, dass wir ganz viele sichtbare Ergebnisse bekommen, dass wir greifbare Sachen haben, dass auch eben die Leute vor Ort merken, ja, da hat sich wirklich was getan, das schaut jetzt anders aus, das ist eine Verbesserung und davon profitieren wir alle. Die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung setzt die Sanierungsziele vor Ort um. Im Stadtteilladen am Westkreuz und im Stadtteillabor in der Limesstraße kann man sich über alle Maßnahmen informieren. Wir als MGS sind ja seit vielen, vielen Jahren hier in Neuaubing-Westkreuz vor Ort aktiv im Quartiersmanagement, in der sozialen Stadt, in der energetischen Sanierung und jetzt mit dem Smarter Together-Projekt ein Leuchtturmprojekt, das ja nicht nur in München ausstrahlt, sondern europaweit beachtet wird. Die Idee war natürlich, wenn man schon etwas Neues macht und einfach neue Konzepte ausprobiert, dann nicht zu sagen, wir denken uns das mit Kooperationspartnern im stillen Kämmerlein aus, sondern wir aktivieren Bürgerinnen und Bürger vor Ort, zu sagen, was braucht ihr eigentlich? Ein großer Tag für München. Da sind sich alle Projektbeteiligten einig. 3 Jahre Laufzeit hat das EU-Förderprojekt Smarter Together. 7 Millionen Euro Fördergelder fließen dabei nach München. Es geht darum, dass wir die Stadt der Zukunft bauen. Dass Menschen nachhaltig, also umweltorientiert, aber vor allem besser leben können. Da gehört diese Mobilitätsstation dazu. Da gibt es aber noch weitere Komponenten. Es gehört dazu, dass der Energiebedarf zukünftig aus regenerativen Energiequellen gespeist wird. Das nächste ist, dass man den Altbestand saniert, also die alten Gebäude auch nicht vergisst. Die müssen auch umweltfreundlicher werden. Das ist auch ein Element. Und dann steht über allem die Bürgerbeteiligung, dass die Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Und die Bürgerinnen und Bürger machen mit. Das Engagement ist groß. Und die MGS sucht derzeit und in den nächsten Monaten Akteure für energetische Sanierungen im Münchner Westen. Auch hierfür gibt es erhebliche finanzielle Unterstützung für die Eigentümer.